Really on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. So, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Video von uns. Jetzt geht's erstmal los. Kommt ein NFL-Spiel nochmal vorbei von den Miami Dolphins, Eli Apple. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das zweite Mal, dass NFL-Spieler hier in Frankfurt sind. Danach geht's weiter zum Luciano-Konzert. Da werden wir DJ Easy einen kleinen, euch mal ein bisschen mitnehmen, wie das sowas aussieht beim Konzert hinter den Kulissen. Bleibt auf jeden Fall gespannt und bis bald. Es geht, Bruder. Also, Bro, wir haben jetzt hier einfach mal so ein paar T-Shirts, weil du wirst ja wahrscheinlich, wird ja wahrscheinlich warm da bei dir. Also, Bruder, die Hose zeige ich jetzt nochmal. Ja, ich muss sie anziehen, aber ich denke mal, wird schon. Ich finde halt, die ist ein bisschen die ist halt heller als auf dem Bild, ne? Ja. Und das Einzige, was halt abfuckt, ist halt wirklich unten so dieses. Aber es kann auch sein, dass wenn die auf die Hose fällt. Ja, das ist nice, aber das hinten ist nice. Ja. Aber da, nice. Da haben die auch gesagt, die machen jetzt nochmal schnell was anderes. Ah, okay. Ja. Vielleicht ist nicht bis okay, Köln, aber dann später. Ja, ist ja okay, wenn es auf dem Bild was später. Ja, sonst, Bro, einfach Gallery Shirt. Diese aus Miami hast du schon alles weggegeben, ne? Da kamen schon alle bei euch rein. Ne, wir haben schon viele Sachen reinbekommen, Bruder. Aber jetzt nicht so, was ich sagen würde, das wäre jetzt was für dich, was du jetzt so, auf okay, der Tour so anziehen kannst. Weißt du, ich meine? Ja, also, das wäre halt eigentlich noch an sich ganz nice zu deiner Hose, Bruder. Das ist echt nice. Das kann man mal anprobieren. Ja, welche Größe ist das? Das ist jetzt eine XL. Aber sowas will ich eh oversize mir. Bei dir. Ja, ja, safe. Nimm das mal auf jeden Fall mit. Ja. Ich zeig ihm mal dieses Ding, das Chromats Fanel. Das ist eigentlich geil für die Bühne, so einmal rocken. Ja. Das ist halt Endgegnerhemd. Das ist halt Max, Bruder. Ja, das ist Max. Welche Größe? Ey. Also, es passt mir, Bruder. Ah, es ist 100% fit. Okay. Mit weißem T-Shirt, schwarzem T-Shirt drunter, dann macht schon was her. Ja, mit der Celine Jeans eigentlich. Ja, mit der Celine Jeans. Die haben wir eh hier. Das schon eher. Welche Größe? Ich habe jetzt nur L für dich rausgeholt. Die letzte Mal war wirklich perfekt, oder? Ja, und das ist deine Jeans, Bro. Ja, das ist die sehr wild. Die passt mit den Chromas ganz krank. Guck mal, genau so, Bruder. Wie es aussieht, Bro. Ja. Mit Unterhemd, Ketten, Bruder. Oder so weiße T-Shirts. Ja, das ist ganz wild. Safe, geil. Vielleicht ist dunkel, glaubst du, noch besser. So Vintage-T-Shirt, Kobe Bryant. Das hat einen richtig geilen Fit und einen richtig geilen Kragen, siehst du? Hatte ich das nicht schon mal an, Bro? Ich meinte, du hattest mal das dabei, glaube ich sogar. Aber ich glaube, damals hatte ich XL dabei, da war das ja zu groß. Ah, okay. Ja, ja, dann nimm das mal mit. Ich finde es geiler als das Kobe. Aber das ist halt die Sache, Bro. Kannst du was anziehen mit ihrem Tag und so? Ich habe einmal alles gesaved. Auf FreeYSL-mäßig. Mäßig. Das ist geil, Bro, ja. Das hat auch Quavo. Ja, besser das als das Kobe Bryant. Das hat auch Quavo behindert gefeiert, Bro. Das war das T-Shirt, was in Dubai hatte? Ne, der Luca hatte es an, ja. Aber in hell hat es. Ja, ich meine ja. Ja, genau, ja. What's going on? Eli, Apple here. Just doing a little bit of shopping. Trying to get some drip. Oh, I think first just look around and when you see something. All this money on the floor. Turn racks, throw it up, watch out. For example, these are the new ones, the Maxis. Yeah. They're cool. They're nice. With the baggy fit. Yeah. For example, my fit. Do you like Hellstar or? Yeah, a little bit. Yeah. Because Hellstar we got up right now. The Chris is popping right now in Germany or in Europe. No, there's, who is this? What? On the side. What's with this, bro? It's like a 36, 34. Yeah, I'm like more of a 32, 34. 32? Yeah. Okay. I got jeans here, bro. For example, Visa. Yeah. It's on the side. Capital. Capital? Yeah. Und Europa bekannt. Junge, Leute von damals, die hassen doch heute am. Guck mal, wie geil der kommt auf diese blaue, auf diese gelbe gerade. Das Ding ist, ich brauche jetzt nur, das ist perfekt, dass ich den jetzt für die Tour nehmen kann. Weil ich will im Wechsel zu Hause und dann mache ich Sticks, nur ich brauche keinen Lambo, ich nehme USB-Sticks mit dem, so kleinen. Ja, das ist gar keine Rutschhose mehr? Nee, ich nehme gar nichts mehr an gerade. Alle Anfragen, die kommen und so, alles abgedeckt. Ich spiele nur noch die Shows, die ich jetzt unterschrieben habe. Noch eins? Ja, mach eins spiele ich noch und so drei, vier, fünf andere und irgendwelche Sachen, die da noch so drin sind. So Ulm und sowas. Und dann bin ich raus. Das ist die jetzt mit Dings, ne? Ja, das ist die andere. Die haben mir gesagt, die ist fertig, aber wir hätten das nicht mehr hinbekommen. Aber ja, egal, ich probiere die jetzt an. Ja, für nächste Ding, weißt du? Die Hose am besten auch mit dem Oberteil. Ja, ja, das ist einfach Eigelb. Ja. BVB. Einer ist doch von Karneval, das ist Eigelb. Wie ist die Quali davon? Hat er verarscht? Future oder ist gut? Ist gut, Bro. Also das ist geil, oder? Ja, das ist gut. Das passt auch mit deinen Schuhen jetzt perfekt. Das macht halt das Gelbe sogar. Du könntest sogar jetzt diese Jacke noch drüber ziehen und wenn um die Tasche und es kommt alles clean. Deine Hose ist geisteskrank, oder? Die war schon. Boah, die ist wirklich krank. Ich hab die ja angehabt in Lebens in Miami. Da hab ich dich geholt. Ich dachte so, ach, ich hol die, kann die eh in Paris oder so holen. Auf einmal, ich gucke online, nix, nirgends. Ja,
Geist. Auch von hinten und so. Mit Zitrone, Bruder. Ja, Bruder, die ist echt geil. Kann man nicht schmecken. Die Seite an? Ich weiß nicht, schön wie. Das kommt schon wild. Auch mit den Schuhen, wa? Mhm, die schwarz-weiß und so. Ja, guck mal jetzt. Jetzt holen wir noch einen guten hier raus. Und den hier. Ja. Ja. Guck mal, wie schwer ist die hier, ne? Boah, schon wild. Das ist wirklich schwer, Bruder. Ja, man zieht selbst auch an. Und dann kannst du halt noch überlegen, ob du die Tasche halt noch mit draufklappst. Boah, das kommt sehr wild. Nein, nein, das Tasche zu mir. Ja. Ich mag nicht diese Tasche auf Bühne. Das ist einfach der On-Tour-Drip. Die Länge des Geistes von Wien. Von dem Dings, ne? Ja. Longsleeve. Das ist doch perfekt, wenn die Ketten drunter sogar sind. Die ist Max, Bruder. Die ist richtig Max. Ja, kann man machen. Deine Celine war schon teuer so. Ja, ja, das für eine Jeans. Ist krass. Kostet aber nochmal 300 Euro Miami mehr. Ja, genau, also wegen dieser. Ja, ja. Der passt da nicht drauf, ne? Nein, nein, das ist so dribbelt. Ja, das ist Jackpot. Einfach Jackpot. Man ist schon falsch angezogen. Das kleinern uns noch ein bisschen. Eine gute Kolonne. Darf man das zeigen oder ist geheim? Sag ich ehrlich, das ist jetzt so. Warte, wenn wir jetzt auspacken, dann muss ich alles auspacken. Ich zeige euch jetzt eine gute Mischung, die habe ich so noch nie gezeigt, aber die funktioniert eigentlich immer, für abends vor allem. Als allererstes machen wir den bisschen schweren Duft Fougère d'Argent. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Guck mal. Drei. Und dann für den leichten Jasmin-Lavendel-Rosé-Duft adden wir den. Und dann ist es ready to go. Merkt euch das. Ja, das ist sehr wild. Der Kragen ist ja das Max. Boah, das ist sehr wild, das Shirt. Für Jeffrey. Was ist das auch von Hellstar? Nein. Nein, nein, das ist auch so eine LA-Brand. Von demselben wie nein, was auf Kobe-Shirt war, ne? Genau, dasselbe Brand. Auf jeden Fall sehr wild. Ich liebe sowas, wenn ich weiß, welche Brand es ist. Einfach Leute fragen, von wo ist das? Ich weiß nicht. Ja. Und dann ist erstmal Ruhe. Ja. Also es gibt einfach eine Pause, ist geil. Dann ist einfach Ruhe, Licht geht kurz aus, die Leute warten, wo, und dann kommt auf einmal das Medley. Manchmal ist es einfach gerne in Ruhe. Weil er hat sich gerade gewünscht, dass du die Leute hier nochmal anpasst. Wir haben es gerade besprochen, vor einer Minute. Und okay. Ich habe gesagt, lass lieber Ruhe machen, dann hat er gesagt, ja, hast du recht, ist geil. Okay. So, rechte Seite hier. Du musst das hier noch ein bisschen runterziehen. Ja, mach ich sofort. Gib mir einen Blick, lass mich mal hier. Ja. Ich mach hier, willst du rechte Seite hier haben? Zum ja. Stehen? Leute, wir waren noch eben noch bei Central C. Wir können mal hier so ein paar Aufnahmen einblenden, die wir mit dem Handy gemacht haben. Mit der Kamera ist halt immer schwer, weil halt schon eine Riesenpersönlichkeit ist. Er ist ja mittlerweile auch schon ein Superstar. So, er feiert uns zwar und wir können immer zu ihm, wir waren jetzt auch wieder Backstage bei ihm. Aber Bilder oder Videos halt mit der richtigen Kamera ist halt immer schwer bei ihm. Er hat auch gemeint, er hat uns jetzt Zinner-Sachen zugeschickt, also von seiner eigenen Brand. Das werden wir natürlich auch verlosen. Er hat uns ein Riesenpaket gemacht von S bis XL. Das heißt, spammt die Kommentare voll, liked das Video, teilt das Video, schreibt euer Insta rein und dann suchen wir beim nächsten Video jemanden aus, der ein Zinner-Paket bekommt. Das heißt, Peace, wir sehen uns.